Ho, 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 ihr Lieben. Ich habe mir überlegt, wir machen ein Special zum aktuellen Julfest, das in Herr der Ringe Online gerade stattfindet, noch bis zum 14. Januar, soweit ich gesehen habe. Und ich gehe hier jetzt aktuell völlig blind rein. Ich habe also noch gar keine von diesen Aufgaben gemacht. Werde mir jetzt mal die Dinge ein bisschen anschauen, mit euch zusammen mal übers Julfest laufen, die eine oder andere Aufgabe machen, mal gucken, was es da so gibt. Ich weiß, dass es als Belohnung dort ein Pferd gibt. Das hat einen ganz tollen Umhang und das Pferd, das will ich unbedingt haben. Da werde ich mich auch für anstrengen. Wir machen jetzt ganz kurz mal das Interface an, nachdem ich hier mal rübergeblendet habe zu dieser wunderbaren Kulisse in Winterheim. Dann machen wir hier mal das Interface an und dann seht ihr mal, wo wir uns hier aktuell befinden. Nur für euch zur Information, ich habe den Stein der Schildkröte angelegt, damit wir nicht leveln, weil ich leveln will ich wirklich nicht hier in Winterheim, sondern tatsächlich in der offenen Welt. Und zusätzlich habe ich meine schickste Rüstung rausgeholt, mein Zierwerk, damit das hier auch ein bisschen Konsistenz hat, sag ich mal, ein bisschen passt zum Schnee und zur Winterlandschaft. Deswegen blau und silber, ich hoffe, das gefällt. Und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Hier drüben, da steht eine Händlerin, eine Mithrilhändlerin, die hier für Mithrilmünzen auch verschiedene Pferde verkauft. Die sind alle total schön. Guckt euch das mal an. Ja, ich mag sowas total gerne. Und hier drüben steht das Pferd, das ich dann letzten Endes möchte, nämlich das hier mit den Schneeflocken. Das andere hier habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist auch schick. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen teurer. Das kann man dann hier eben tauschen, nämlich gegen diese Julfest- oder Festmünzen. Da braucht man also genügend davon und dann kann man hier ein entsprechendes Pferd erwerben. So, dann gehen wir nochmal kurz hier ins Getümmel sozusagen und gucken mal, was hier so alles los ist. Hier stehen ein paar Schneemänner rum. Trauriger Schneemann, hutloser Schneemann, Schneemann mit brauner Kappe. Okay, klicke ich mal an. Ihr könnt das nicht benutzen. Da brauche ich wahrscheinlich eine Aufgabe dazu. Na gut, vielleicht ist das ja hier schon der Wächter Kemba. Bleibt und hört mich an. Was möchte der denn von uns? Besucht Ona Kai, die Ausruferin beim Wettessen. Oha, seid gegrüßt, ihr seid neu in Frostfels, nicht wahr? Nun, ihr habt euch die beste Zeit des Jahres ausgesucht. Ich hoffe nur, ihr benehmt euch. Sonst kriegt ihr es nämlich mit mir zu tun. Ich bin mir aber sicher, dass ihr eine wunderbare Zeit haben werdet. Ich sorge im Auftrag des Bürgermeisters dafür, dass alles friedlich abläuft und die Gäste einfach eine wunderbare Zeit während ihres Julfestes verleben. Ihr solltet nun zunächst mit Ona Kai sprechen. Sie organisiert das Wettessen. Alle guten Feste sollten mit einem von herrlichen Speisen wohlgefüllten Magen beginnen, nicht wahr? Ja, grundsätzlich schon. Ich habe nichts gegen Essen. Geht nur bei mir immer direkt auf die Hüften. Und da ich als Bär sowieso schon ein bisschen fülliger bin, na gut. Okay, also Aufgabe ist, sprecht mit Ona Kai. Ona Kai steht hier rum. Das ist die Sprecherin. Da kann man sich auch Informationen holen, wie das Wettessen funktioniert. Und etwas über die Belohnungen erfahren. Wir gucken mal, was sie für eine Aufgabe für uns hat. Die Julfeierlichkeiten von Winterheim. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin Ona, die Ausruferin für den ersten Abschnitt des Wettessens. Es gibt natürlich noch viele weitere Abschnitte und ich hoffe, ihr werdet es schaffen, alle zu besuchen, bevor ihr zu voll seid. Was ist schon ein Fest ohne wunderbar übertriebene Mengen an Essen? Ich bezweifle, dass es irgendwo in Mittelerde ein größeres Wettessen, Festessen gibt als hier in Winterheim. Ihr solltet nun mit dem Bürgermeister reden. Das Fest wurde auf seine Initiative hin ins Leben gerufen und er möchte alle seine Gäste persönlich begrüßen. Er hat eine Menge zu tun. Okay, also, dann suchen wir mal den Bürgermeister. Reiten könnte ich hier auch, aber das finde ich jetzt hier eher unpassend, so mitten in der Stadt. Nachher reite ich noch jemand über den Haufen. Das wäre nicht so gut. Vor allem nicht für meinen Ruf. So, hier hängen ein paar Arbeiter rum. Die machen hier wohl nichts. Dagobert Außenrutsch. Aber der hat keine Aufgabe, hat nur einen lustigen Namen. Okay. Krass, alles schön winterlich. Hier gibt es ein Festtheater. Gibt es doch bestimmt auch eine Aufgabe dazu. Hobbit-Frau?
Globus. Was ist Globus? Wann ist die nächste Aufführung? Wie kann ich ein Schauspieler werden? Ich glaube, das ist ein bisschen umfassender. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht. Sondern suche mir mal hier den Bürgermeister, der mir hoffentlich die nächsten Schritte erklärt. Sehen kann ich ihn noch nicht. Der steht bestimmt hier irgendwo rum. Meistens da, wo der Ring ist. Auf der Minimap sieht man ihn schon. Hier so, da. Hätte ich im Prinzip nur hier rechts die Treppe runtergehen müssen. Wonne, gut nicht. Okay. Hallo. Seid gegrüßt. Willkommen. Willkommen. Empfehlt euch, empfehlt auch all euren Freunden, uns einen Besuch abzustatten. Für dieses Julfest haben wir keinerlei Kosten gescheut. Ich bin Wonne Gutnich, der Bürgermeister der Stadt. Bleibt, solange ihr möchtet. Probiert alles aus, was es zu tun oder zu essen gibt. Warum seht ihr euch nicht gleich alle Veranstaltungen kurz an? Kommt zurück, wenn ihr alles erkundet habt. Gut. Der schickt uns jetzt über den Festplatz. Dann schauen wir uns das mal an. Caroline Gutnich ist wohl seine Frau. Ja, steht auch drunter, wenn man lesen kann. Sprecht mit irgendjemandem in Winterheim, um die Tour fortzusetzen. Seid gegrüßt, seid gegrüßt. Ihr seid hier herzlich gerne gesehen. Ich bin Caroline Gutnich und mein Mann und ich sind sehr froh, so viele Gäste auf unserem diesjährigen Julfest willkommen zu heißen zu dürfen. Ich werde nicht noch mehr eurer Zeit in Anspruch nehmen. Ihr solltet euren Rundgang durch unsere schöne Stadt fortsetzen. Gut. So, wo ist der nächste Ring? Irgendwo, da ist er. Bei Bella Mitford. Du meine Güte. Es tut mir leid, ich bin nur ein Diener. Der Bürgermeister will sicher nicht, dass ihr mit mir spricht. Bist du denn drauf? Ich werde nicht noch mehr eurer Zeit in Anspruch nehmen. Doch vielleicht möchtet ihr euch die Spiele ansehen, die wir hier anbieten. Muss etwas länger laufen, doch ihr solltet mit Rudi Völler sprechen. Was? Er ist Gastgeber der Schneeballschlacht. Sicher? Rudi befindet sich ein ganzes Stück nördlich der Stadt, doch ich habe mir sagen lassen, dass die Schneeballschlacht den Weg wert sind. Dass die Schneeballschlachten den Weg wert sind. Gut, wir werden heute mal nicht die Rechtschreibkritik raushängen lassen. Aber das ist ein Schreibfehler. Gut. Muss ja nicht jeder wissen. Rudi Völler, wo bist du? Na komm. Kann ja nicht so weit weg sein. Was ist denn der lustige Ring? Die Julfest. Julfeierlichkeiten von Winterheim. 180 Meter, dann schlage ich vor, dass wir hier einfach mal runtergehen. Ja, kann ja eigentlich nur da unten sein. Schneeballschlacht. Jetzt doch mal das Pferd benutzen. Ja, sind ja außerhalb der Stadt. Dann macht das hier auch keine Probleme. Ich habe extra die Winterhufe aufgezogen, damit mein Pferd nicht hin und her rutscht. Da ist er doch. Es gibt nur einen Rudi Völler. Was kann Fällt ich mir da gerade tun? Spontan ein. Ah, hallo. Wie ich sehe, seid ihr bei eurem Stadtrundgang nun zum Schneeballfeld gekommen. Dies ist der Ort, an dem Leute gefrorene Geschosse aufeinander werfen. Ich hoffe, ihr kommt nach Beendigung eures Rundgangs wieder zurück. Der Bürgermeister ist sehr davon überzeugt, dass sich alle Gäste zuerst alles ansehen sollten, bevor sie sich ablenken lassen. So, dann sollen wir mit der Hobbit-Ausruferin oder dem Hobbit-Ausrufer bei der Theaterfortführung sprechen? Ja. Waren wir ja eben schon. Also wieder zurück. Ich krieg da so ein leichtes Déjà-vu. Zufolge 47 und 48 meines Let's Plays. Das könnt ihr allerdings noch nicht wissen, weil die noch nicht online sind. Aber erinnert euch dran, wenn es soweit ist. Da wurden wir auch hin und her geschickt. Das war nervig. Oh, ich bin in der Stadt. Muss ich absitzen, bevor die Polizei kommt und mich dazu zwingt. Und diese Hobbit-Frau hier hat keinen Namen. Das ist aber ärgerlich. So, die Julfeierlichkeiten von Winterheim. Oh, hallo. Habt ihr Interesse am Theater? Wir haben dieses Julfest.
eine wundervolle Aufführung und sind den weiten Weg aus dem Auenland gereist. Denkt daran, zurückzukommen und euch die Aufführung anzusehen, wenn ihr mit eurem Stadtrundgang fertig seid. Ich weiß, sie wird euch gefallen. Nun, ich bin das letzte Ziel eures Rundgangs. Ihr solltet jetzt zum Bürgermeister zurückkehren, kommt aber später wieder, um unsere wunderbare Aufführung zu sehen. Ja? Okay, besucht einen anderen Teil. Tour ist noch nicht zu Ende, doch in der Stadt gibt es noch mehr zu sehen. Nee, andersrum, die Tour ist zu Ende, aber in der Stadt gibt es noch mehr zu sehen. Okay, wo führt uns denn der Pfeil hin? Der führt uns nach da hinten. Und da steht, wir sollen da hingehen, weil dieser Teil der Stadt interessant aussieht. Da waren wir auch vorhin schon. Im Prinzip haben wir den ganzen Rundgang schon gemacht, ohne die Aufgabe dazu zu haben. Na gut, nächstes Mal fange ich vorher damit an. Was wollt ihr, geehrter Gast? Seid ihr hier, um uns euer Silber und Gold und euren fetten Bauch zu zeigen? Nun, lasst schon sehen. Wir verdienen unser mageres Brot, während ihr euch vollstopft und im Schnee spielt. So, das ist jetzt die Kontraseite dann zum Fest. Sehr schön. Das passt dann so eher zu mir, weil ich bin ja privat auch eher so der Grinch, was das Weihnachtsfest betrifft. Wobei sich der Grinch auch eher auf die Konsumschiene bezieht. Also ich bin grundsätzlich total dagegen, von Menschen zu verlangen, dass sie Geschenke schenken müssen. Das finde ich total komisch. Wobei das bei Weihnachten ja nochmal ein bisschen hinterlistiger gemacht wird. Man schenkt ja etwas, weil der andere einem was schenkt. Muss man mal drüber nachdenken, ob das wirklich so Sinn macht. Aber wenn keiner aus dem System ausbricht, dann wird das immer so weitergehen. Und das finde ich extrem schade. Ich schenke lieber, wenn ich Lust drauf habe, weil das überrascht den anderen doch dann sehr. Und das bringt ihn auch nicht in so eine verzweifelte Situation, dann unbedingt nachlegen zu müssen. Ja? Meine Worte jetzt zum Weihnachtsfest. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir lesen mal den Text weiter. Ihr seid in Winterheim nicht erwünscht, nicht bei allen Einwohnern. Wir arbeiten uns zu Tode, damit der Bürgermeister reich sein kann und seine ausgezeichneten Feiern für euch alle schmeißen kann. Verschwindet, wir sind bei euch nicht erwünscht und ihr seid bei uns auch nicht erwünscht. Sprecht mit dem Mann nahe Gisbert Rost. Es scheint, als habe er etwas zu sagen. Gisbert Rost kann uns nicht leiden. Ich mag auch keinen Rost. Rost ist doof. So, da hinten, der Dagobert Außenrutsch, da haben wir schon vorhin gesagt, er hat einen lustigen Namen. Was benötigt ihr? So, bitte verzeiht, mein Freund. Es ist ein harter Winter und es gibt nicht so viel Geld und Brot wie sonst. Doch, das ist kein Grund, den Gästen der Stadt gegenüber unhöflich zu sein. Das Leben hier kann grausam sein, wie man leicht sieht, doch ich zähle mich zu den Glücklichen. Diejenigen, die nicht arbeiten können, verspüren noch mehr Kälte und Hunger als wir. Ich bin sicher, ihr seid hier nicht so erwünscht, wie Gisbert das, nicht so unerwünscht, wie Gisbert behauptet. Wir sind schließlich freundliche Leute. Ihr dürft uns jederzeit besuchen. Ich hoffe, ihr genießt euren Besuch in unserer kleinen Stadt. Jetzt sollen wir zum Bürgermeister zurückkehren. Wir haben genug gesehen. Wir haben sogar mehr gesehen, als beabsichtigt war. Wahrscheinlich wollte der Bürgermeister gar nicht, dass wir hier auch die negative Seite der Stadt sehen. Vielleicht sagt er noch was dazu. Wir werden auf jeden Fall nichts dazu sagen. Hoffe ich. Also, ihr habt all die Veranstaltungen gefunden. Was für eine wundervolle kleine Stadt wir doch haben, nicht wahr? Perfekt für all eure festlichen Bedürfnisse. Ihr solltet keine Zeit mehr mit mir verschwenden. Geht einfach und habt Spaß. Esst, spielt, seht euch das Theater an. Zwei Festmünzen. Sehr schön. Damit haben wir zwei und es fehlen nicht mehr viele. Ich glaube 78 für unser Pferd. Wir sprechen mal mit seiner Frau. Und dann haben wir hier noch ganz viele andere Ringe. Da gehen wir jetzt im Einzelnen gleich hin. Seine Frau hat eine Aufgabe für uns. Da seid ihr ja wieder. Ich hoffe, ihr habt den kurzen Rundgang durch unsere nette kleine Stadt und all die Feierlichkeiten dieses Jahres genossen. Wir freuen uns, dass ihr hier seid und suchen immer nach neuen Wegen, um die Feier noch aufregender zu gestalten. Virgil Grünfeld arbeitet hart daran, noch mehr Jule-Freunde in Winterheim zu verbreiten, indem er Schneemänner baut. Es gibt ohne Zweifel genug Schnee für all unsere Gäste. Also könntet ihr doch einen kurzen Abstecher dorthin wagen? Was meint ihr? Ihr könnt dort euren eigenen Schneemann bauen und ich würde wetten, dass Virgil sich unheimlich über die Hilfe freuen würde. Tja, hoffen wir doch auch, dass er sich über die Hilfe freuen würde. Okay, die beiden anderen Ringe sind da unten. Ja, hier, genau, die nehmen wir auch gleich noch mit. Vielleicht liegt das ja auf dem Weg. Bella Mitfurt hat zwei Aufgaben sogar. Volle Leute vollkommen vollstopfen.
Hallo, könnt ihr mir behilflich sein? Da sollen wir. Winterbeeren. Besorgen Eier von verhätschelten Hühnern, besorgt gut gepflegte Pilze und frisches Brot im Ofen der Diener backen. Okay. Seid ihr hier, um zu helfen? Ich bin so beschäftigt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es gibt so viele hungrige Gäste, die auf ihr Essen warten. Wäre so gut und würdet ein paar Zutaten vorbereiten, damit die Gäste des Festessens nicht mit leeren Tellern dastehen. Ja. Kann ich machen. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein Such- und Bring-Quest. Dann haben wir hier noch widerwilliges Feuerholz. Leider kommt das beste Feuerholz von sehr wütenden Bäumen. Wie? Ich habe noch nie etwas derartiges gesehen. Die Bäume wüten und schlagen mit ihren Ästen um sich. Hört sich nach U-Bahn an. Also neunmal Feuerholz besorgen. Kann ja so schwer nicht sein. Auch der hat zwei Aufgaben. Aufräumen. Jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen. Ja, die können das irgendwie alle nicht selber machen. Das müssen wir machen. Dreckiges Geschirr einsammeln, stinkenden Müll einsammeln und Flecke von verschütteten Getränken wegwischen. Notfall. Trockenes Fass. Es ist nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld, dass die Fässer nahezu leer sind. Ich bin überarbeitet. Jawohl, habt ihr schon einmal jemanden gesehen, der so sehr überarbeitet war, wie ich es bin? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich traue mich auch gar nicht, was anderes zu sagen. Vielleicht ist er auch aggressiv. Ja, leere Fässer sind nicht gut. Hebt im Bereich der Diener eines der Fässer auf. Ja, können wir ja machen. Ja, tut ja nicht weh. Schauen wir mal. Hier ist stinkender Müll. Liegt alles auf dem Weg. Während ich das aufhebe, sage ich ihm. Das ist aber auch eklig. Mensch, Mensch, Mensch. Umweltverschmutzung in Mittelerde. Das Skandal sehen würde. So. Wenn irgendjemand Zweifel daran hat, dass ich hier sehr wichtige Aufgaben, die nur einem Helden vorbehalten sind, mache, dann bitte ich das mir nach dieser Folge in die Kommentare zu schreiben. Ich werde dann auch entsprechend reagieren. Aber aktuell gibt es wohl nichts Wichtigeres, als hier diesen Schmutz zu entfernen und die Teller wegzustellen. Weil, wenn das Krankheiten gibt, da sind wir aber ruckzuck hier. Sind wir aber dann. Nicht wahr? Stinkender Müll. Ui, das macht Spaß. Und immer schön die Hände waschen danach. Ganz wichtig. Was mache ich eigentlich mit den Tellern, die ich hier wegmache? Ja, ich weiß, sind die in meiner Tasche dann? Das stinkt doch nachher. Ah, wer kommt denn auf so eine Idee? Ah, hilft nichts. Irgendjemand muss es machen. Also mache ich das. Und hoffentlich sind die nachher dankbar. Gut, 4 Münzen kann ich ja gut brauchen. Das ist dann schon mal der rechte Huf von meinem neuen Pferd. So, dann brauche ich nochmal ein paar dreckige Teller. Oh, da ist noch eine Aufgabe. Eine, zwei sogar. Eine wohltätige Seele. Hinweis, diese Aufgabe verbraucht 5 Festtagsmünzen. Nö. Lieber nicht. Und was kriege ich denn dafür? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ich soll die Feuerwerkskörper anzünden, krieg 4 Festtagsmünzen dafür. Der Bürgermeister hat ein paar Feuerwerkskörper in der Nähe des Festbereichs gelagert. Ich will sie für den richtigen Moment aufheben. Wenn ihr sie dort anzündet, wo sie liegen, werdet ihr das Fest verderben. Zumindest für ihn. Während die Gäste abgelenkt sind, solltet ihr Frostfelsmünzen aus ihren Taschen stehlen. Ich weiß, wie man die Münzen besser einsetzen kann. Ja, ich mach das jetzt einfach mal. Ich nehme das einfach mal an. Aber der Sinn erschließt sich mir nicht. Also offensichtlich gibt es 2 Fraktionen hier, eine gute und eine böse. Wobei es immer einem selbst überlassen ist, zu welcher man denn dann aufschließt. Weil böse kann ja auch gut sein, kommt halt immer auf die Wahrnehmung an. Kann ja auch sein, dass der Bürgermeister hier nur vordergründig ein guter Mensch ist und hintergründig ein Ausbeuter, wer weiß das schon. Aktuell fühle ich mich auch ein bisschen so wie so ein ausgebeuteter Held.
während ich hier die schmutzigen Teller entferne und... Na? Und die Pfützen aufwische und so weiter. So, viel fehlt nicht mehr. Ich brauche aber noch ein paar. Von den Tellern und von den Pfützen und stinkenden Müll und so weiter und so weiter. Und dann rechnen wir nachher mal zusammen, was man hier täglich an Münzen verdienen kann. Wie lange es denn dann dauert, bis man hier sein Pferd zusammen hat. Das sieht gut aus. Die Aufgabe habe ich erledigt. Aufräumen. Das ist völlig inakzeptabel. Ja, was heißt inakzeptabel? Ich habe das gemacht, was du gesagt hast. Und jetzt beschwerst du dich darüber. Das ist inakzeptabel. Ganz ehrlich. Hui, da ist wieder jemand aus meiner Sippe. Und zwar Mimrien. Mimrien hilft hier auch beim Julfest in Winterheim. So, die nächste Aufgabe oder die Aufgabe, die wir eben bekommen haben, ist ja das Anzünden der Feuerwerkskörper. Außerdem sollen wir noch ein paar Lebensmittel besorgen, damit die gute Frau, na, den Namen habe ich schon wieder vergessen, hier ihr Essen kochen kann. Dann gibt es hier oben noch eine Aufgabe, nämlich das Wettessen. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Wartet bei Unakais Verköstigungsstelle. Falls ihr Hunger habt, so seid ihr hier richtig. Ich hoffe aber, dass ihr sehr hungrig seid. Das hier ist ein Wettessen, bei dem es nichts zu lachen gibt. Es gibt 5 Stationen, zu denen ihr euch begeben müsst. Für das Bewältigen der ersten Mahlzeit erhaltet ihr eine kleine Belohnung. Für die 5. Mahlzeit erhaltet ihr eine große Belohnung. Wenn die 3 Minuten und das Wettessen noch nicht vorbei sind, seid ihr bereit, wartet hier einfach, bis ich den Beginn des Wettbewerbs ankündige. Ja, was soll schon groß passieren? Dann können wir in der Zeit vielleicht noch die Regeln lernen. Oder lesen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Das Wettessen beginnt, wenn ich es sage, falls ihr es verpasst. Es wird alle paar Minuten wiederholt. Hier ist die erste Station für die Herausforderung. An diesem Tisch bekommt ihr so viel Zeit, wie ihr wollt. Ihr dürft euer Esstempo nach Belieben wählen. Danach wird es allerdings... Moment, in einer Minute beginnt das Wettessen. Gut. Danach wird es allerdings etwas flotter. Ihr habt nur eine gewisse Zeit, um zur nächsten Essstation zu laufen und euch den Bauch vollzuschlagen. Und natürlich steigt der Schwierigkeitsgrad stetig an. Es gibt insgesamt 5 Stationen und nur die Besten erreichen die letzte davon. Ja. Belohnung. Was kann ich für euch tun? Wir versuchen die Teilnehmer möglichst großzügig mit Festtagsmünzen zu entlohnen. Es ist schon eine Riesenleistung, wenn man den zweiten Tisch schafft. An den darauffolgenden Stationen wartet noch eine größere Belohnung auf die Teilnehmer. Gut, dann haben wir ein bisschen Geduld. Geht wohl gleich los. Hoffe ich, vielleicht noch so 10, 15 Sekunden. Und dann werden wir hier mal beim Auf die Plätze, sagt sie. Fertig. Ja. Schmaus. Ja, wo? Da. Hier ist was. Eier. Brot. Ich bin irgendwie zu langsam, kann das sein? 2. Hier ist mir also noch Pilze. Es sind noch Eier. Beeren. Brot. Oh, das Brot da stopft. So sieht das für mich aus. Gegessene Mahlzeit an der ersten Station. Sehr schön. Der allergrößte Magen. Gehen wir mal auf jetzt beenden. Nächste Station. Oh, jetzt bin ich aber schon ganz schön satt und ganz schön aufgebläht und kann mich gar nicht mehr bewegen. Oha. Übel. Wo ist die nächste Station? Ich sehe nichts. Irgendwo muss sie sein. Unten ist noch eine Station. Ach, hier ist der Vorrat Feuerwerkskörper. Schaut mal einer an. Dann können wir den auch gerade mal noch abschießen. So. Da unten sind ganz viele... Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Wir sollen dann hingehen, sollen die Festtagsmünzen klauen.
in der Zeit, wo dieses Feuerwerk hier stattfindet. Hoffentlich verschwenden wir jetzt nicht viel Zeit. Wir haben offensichtlich nicht unendlich Zeit. Ja, das war's. Das war's, was ich vermutet habe, dass wir hier die zweite Aufgabe dann nicht lösen. Dann Wettessen, weil wir uns beim Stehlen vertrödeln. Also so zeitlich befristete Sachen immer konzentriert angehen und nebenbei lassen. Komm, 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 komm. Ja, das war's. Damit habe ich wenigstens die Münzen gestohlen. Wobei ich eigentlich nicht so ein Stehltyp bin hier, so ein Dieb. Wann fängt denn die nächste Runde an? 13 Stunden. Okay, können wir das jetzt mal für den Moment vergessen. Wenn wir gegebenenfalls nochmal ein bisschen nachlesen, wie das genau funktioniert. Erste Runde hatten wir ja geschafft. Holen wir hier unsere 4 Festtagsmünzen. Die Aufgabe können wir nochmal in 13 Stunden machen. Okay. Also für den Moment dann uninteressant. Hier ist das Theater. Das Theater war auch eine der Aufgaben. Genau, das Frostfels-Theater. Auch hier gibt es 4 Münzen. Willkommen, ihr seid für das Julfest in Frostfels nicht wahr? Für das Julfest natürlich in Frostfels. Das ist großartig. Dies ist das erste Mal, dass ich in Winterheim bin. So eine nette kleine Stadt, nicht wahr? Ich arbeite für Herrn Shakespeare. Ja, Shakespeare. Er ist der Besitzer des Gasthauses Grünlilie. Wisst ihr? Außerdem ist er der Regisseur von Globus. Oder G-L-O-B-A-S. Wie auch immer. Was Globus ist? Oh, natürlich. Wo sind denn meine Manieren hin? Als ob jeder einfach alles einfach wissen könnte. Globus sind die Grünlilien, Oratoren, Barden und Schausteller. Herr Shakespeare hat eine Schauspielergruppe zusammengestellt, um seine Kunden zu unterhalten. Und die Leute mochten es so gerne, dass die Gruppe nun reist und Gastspiele veranstaltet. Herr Shakespeare hat mich gebeten, Leute zu suchen, welche die Aufführung bewerten können. Wir haben 2 Auenland-Kritiker mit uns gebracht. Doch die sind etwas, nun seht es euch einfach selbst an. Wir haben diesen Abend eine besondere Aufführung von Ode an den alten Bluthauer eingeplant. Die solltet ihr nicht verpassen. Na gut, also hier geht's zum Theater. Dann habe ich hier eben, als wir hier langgelaufen sind, noch eine zweite Aufnahme gesehen. Such, such. Oder vielleicht war das ja auch die. Okay, das war wohl die dann gewesen, weil ich da hier so langgelaufen bin und dann nach rechts geguckt habe. Mehr scheint es hier dann nicht zu geben. Aber da ist noch... Nein, da ist keine Aufgabe mehr. Da waren wir nämlich eben. Das ist dieser junge Mann, der uns die Münzen wieder abnehmen will. Aber es lohnt sich vielleicht jetzt im Moment mal auf die Karte zu schauen. Denn wir sollen ja auch noch Lebensmittel besorgen. Das ist dann wohl hier und hier. Und Schneemänner sollen wir auch noch bauen. Das machen wir dann auch gleich. Frederiksson steht hier, auch aus meiner Sippe. Und da können wir was abgeben. Ah, genau, die tägliche Aufgabe haben wir ja gelöst. Und dafür, dass wir eine tägliche Aufgabe gelöst haben, können wir hier auch nochmal 2 Münzen abstauben. Und dann schwingen wir uns auf unser Pferd. Mal hier gerade noch ein bisschen winken. Wir sind ja ordentlich. Und gut erzogen. Sonst heißt es nachher wieder, ich würde in meinem Let's Play die anderen Leute ignorieren. So ist das nämlich nicht. Dann gehen wir mal Schneemänner bauen. Ja, Schneemänner bauen wir doch hier oben. Achtung, Karte. Na, ich sehe da nichts mit Schneemänner. Gut, vielleicht doch. Hier auf der rechten Seite. Wollten wir vorhin schon ranklicken und ist nichts passiert, weil wir keine Aufgabe hatten dazu. Deshalb mache ich das jetzt hier nochmal. Und hoffe, dass diesmal... Nein, das kann ich nicht benutzen. Das kann ich auch nicht benutzen. Trauriger Schneemann.
Das ist aber merkwürdig. Dann sollte ich mir die Aufgabe nochmal durchlesen. Mhm. Habe ich das überhaupt angenommen? Die Männer in Weiß. Hier. Virgil Grünfeld möchte euch die einfachen Freuden des Schneemannbauens erläutern. Okay. Wo ist denn der Virgil? Schauen wir mal auf die Karte. Männer in Weiß. Wo blinkt das? Aha, da unten. Also es sind gar nicht die hier, sondern es sind dann die da unten. Die Bedeutung dieser Schneemänner hier habe ich dann jetzt noch nicht herausgefunden. Vielleicht kommt das ja später. Dann gehen wir mal zu Virgil. Der hat da unten auch eine ganze Schneemann-Armee schon stehen. Sieht sehr gefährlich aus. Wo ist er denn, der gute Mann? Hallo, Virgil. Ich bin's nur. Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Na, ich zu dir? Ich kann dir zu Diensten sein. Ich kenne mich mit Schneemann bauen aus. Hallo. Huhu, ich freue mich schon total. Hm. Ah, seid gegrüßt. Die Frau des Bürgermeisters hat euch geschickt, nicht wahr? Ich heiße euch in Winterheim. Willkommen, werter Reisender. Wie ihr sehen könnt, verbringe ich meine Tage an diesem Ort und betätige mich als eine Art Künstler. Die Leute übersehen so oft die kleinen Freuden im Leben, wie den Spaß, den man hat, wenn man einen Schneemann baut. Falls ihr gerne selbst einen bauen möchtet, bin ich hier, um euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Schließlich hätte ich das Feld im Hand und Regen gefüllt, wenn ich nur ein wenig Hilfe hätte. Genau. So, erzähl mal. Hallo. Baut einen von Virgils Schneemännern. Dafür gibt es 4 Festtagsmünzen. Was müssen wir dafür machen? Ah, also ihr wollt es auch mal versuchen. Es ist nicht leicht, das solltet ihr wissen. Ihr habt doch sicher die Eisskulpturen von Winterheim gesehen, nicht wahr? Meine Arbeit ist fantastisch, zumindest meistens. Ich gebe schon zu, ich habe mit diesem Projekt ein wenig mehr Probleme als mit meinem letzten. Ich kann das Feld einfach nicht gefüllt halten und der Bürgermeister wird langsam sauer. Ich weiß nicht, ob es am Winterwetter liegt oder ob die verfluchten Schneekreaturen sich hierher trauen, doch irgendwie gehen meine Schneemänner immer wieder kaputt. Liegt vielleicht an der Sonne, oder? Es ist schwer, motiviert zu bleiben, wenn meine Werke jeden Tag vernichtet werden. Vielleicht könnt ihr ja helfen. Versucht doch bitte, ein paar weitere Schneemänner zu erschaffen und das Feld zu einem unglaublichen Anblick zu machen. Na klar, lass mal hier gucken. Findet ein paar Fäustlinge in Winterheim. Wurde mit Sorgfalt gestaltet, trägt ein paar Fäustlinge. Dieser Schneemann benötigt eine Karotte, eine Nase, einen sowie Stöcke, Eichel, Kohle. Ah, okay. Und die anderen Schneemänner, die brauchen was anderes. Schal, Eichel, Sträucher. Okay, verstehe. Mhm. Und der hier braucht eine Karotte. Zylinder. Okay, ja. Ist ja schön. Also wir nehmen jetzt hier mal einen an. Dadurch gehen dann die anderen Aufgaben, werden dann alle deaktiviert. Und wir gucken mal, was wir alles brauchen. Fäustlinge. Ja, das ist mal größer. Fäustlinge, eine Karotte nahe dem Hühnerstall. Gucken wir mal auf die Karte. So, das ist alles hier irgendwo in der Umgebung. Na gut. Können wir die hier klauen von den anderen Schneemännern? Nee, sieht nicht so aus. Okay, da hinten ist schon eine Eichel. Sieht so aus, als könnten wir die brauchen. Ja. Sogar 3 davon. Aber das gehört nicht zur aktuellen. Doch. Gehört wohl zur aktuellen Aufgabe. 1, 2, 3. Da liegt auch noch eine. Und damit haben wir das schon fertig. Dann sollen wir Kohle einsammeln. Dann sollen wir beim Hühnerstall die Karotte finden und Fäustlinge sammeln in Winterheim selber. Da schauen wir dann gleich mal. Das ist das Schneeballfeld. Da hinten gibt es Schnee. Aber keine entsprechende Aufgabe dazu. Nein. Was können wir denn da machen? Schnee aufsammeln. Ein Schneehaufen perfekt für einen perfekten Schneeball. Ja. Aber ich sehe keine wirkliche Verwendung dafür. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Ist derzeit nicht möglich. Na, vielleicht ruft der ja da vorne auch die Schneeballschlacht erst aus. Und dann kann man hier starten. Wenn wir eben auf die Karte gucken, wo wir sind. Okay, wir brauchen von da hinten etwas. Ich nehme an, dass das der Hühnerstall ist. Genau. So. Hühnerfest. Dann
Hühnernest. Ich bin schon total verfestet, hier so zu sagen. Eier gesammelt, genau, die Eier sind ja für die junge Dame, die mit dem Kochen nicht nachkommt. Und das ist natürlich ein Hühnernest und kein Hühnerfest. Aber Hühnerfest ist auch lustig. So, noch ein Hühnerei. Und dann sind wir hier durch. Was bist du? Ein Hund, aber man kann dich nicht anklicken. Hallo Hund. Huhu. Du bist ja lustig. Sieht auch gar nicht aus wie ein Hund. Du siehst eher aus wie so ein... So eine Mischung aus Bär und Wiesel. Na gut. Wahrscheinlich heißt er auch Biesel. Oder Wer. So. Weiter geht's. Karte. Ja, da hinten müssen wir hin. Da ist dann höchstwahrscheinlich... Lass mich mal gucken. Bären in der Wildnis finden. Bären in der Wildnis finden. Okay, die sind hier Level 10. Oh, 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 oh. Muss ich da irgendwas machen? Mal abgesehen davon, dass ich nichts sehe. Winterbeerenbusch. Aha, okay, hier sind meine Winterbeeren. Das passt ja gut. 5 Stück brauche ich davon. Wenn man hier, wenn man diese Winterwetter umkloppt, kann man vielleicht mehr sehen. Ja, so ist es. Ja, sehr schön. Da sind wieder neue. Die machen einen auch langsamer. Da kriegt man so einen Debuff. Ich gleich mal gucken, was der bedeutet. Aber das hindert uns nicht daran, hier diese Winterbeerenbüsche abzuernten, damit wir die Aufgabe für die gute Frau erledigen können. Bankmeister Bogenklippe. Oh, was? Der hat den aggressiv gemacht. Ja, war nicht meine Aufgabe. Aber ich reagiere da auch immer ein bisschen sensibel. Wenn jemand mit so einem roten Ring auf mich zukommt, jetzt greift er schon wieder an. Ah, jetzt hat er den umgehauen. Nicht stark genug, um euch aufzuhalten. Macht doch, was ihr wollt. Lasst mich einfach da raus. Okay, das scheint auch eine andere Aufgabe zu sein. Vielleicht finden wir die noch. Jetzt im Moment gucke ich erstmal noch, ob wir was zu tun haben. Da hinten ist noch ein Zelt. Da oben. Wir brauchen immer noch gut gepflegte Pilze. Und frisch gebackenes Brot aus dem Ofen der Diener. Zu dem Ofen müssen wir aber sowieso, weil da wohl die Kohle für unseren Schneemann liegt. Also schauen wir mal, was es hier so gibt. Aha, hier sind die Pilze. Das ist wohl ein Gewächshaus oder ein Gewächszelt, wo jemand Pilze anbaut, die hier dann besonders gut gedeihen. So, 5 Stück. Das war's. Und dann brauchen wir noch das Brot aus dem Ofen und die Kohle aus dem Ofen. Und Fäustlinge fehlen uns noch. Dann können wir den Schneemann bauen. Und dann geht's hoffentlich weiter. Das Theater steht auch noch aus. Und dann brauchen wir noch ein Fass. Das müssen wir hier wohl an den Mitgliedern der Stadtwache vorbeischmuggeln. Wir sind in der Stadt, da steigen wir wieder ordentlich ab. Ho, ho, ho. Na, wo ist denn die Aufgabe? Hier oben. Hier. Da ist eine Aufgabe drinnen. Sehe ich es richtig? Gerade die Theatervorführung angefangen. Aha, okay, da ist das Fass. Dann nehmen wir jetzt mal hier schnell die Kohle mit. Das Brot. Das ist hoffentlich auch hier irgendwo. Da liegt zwar Brot auf dem Tisch, aber das kann ich nicht anklicken. Wir sollen frisches Brot backen im Ofen der Diener.
Bedienstetenofen. Also ist mal nicht der Ofen der Lina. Aber ich nehme das Fass hier mal noch mit. Und dann sollen wir hier den Stadtwachen aus dem Weg gehen. Aber wo müssen wir denn hin mit dem blöden Fass? Ich sag's mal so, wir laufen hier einfach mal hinterher und gucken, was passiert. Na? Du? Nein? Wer kriegt denn das Fass? Ihr wurdet von einem Mitglied der Stadtwache erblickt. Das war blöd. Gescheitert. Nehmen wir das nochmal an. Ich verlange nicht viel von euch. Ja, aufheben. Eins rüberbringen, um sie nachzufüllen. Aber warum darf man da an den Stadtwachen... von den Stadtwachen nicht gesehen werden? Das ist ein bisschen merkwürdig. Na? So. Jetzt geht's los. Die ist aber flott unterwegs, Mensch. So, dann gehen wir hier rüber. Spick die hier runter, das mache ich jetzt auch. Und gebe das hier ab. So. Ist immer ganz gut, anderen mal zuzugucken, wie die das machen. Das ist völlig inakzeptabel. Ja, völlig inakzeptabel. Ist immer alles völlig inakzeptabel, was du machst oder was ich mache. Irgendwie ein bisschen daneben. Da mache ich gar nichts mehr für dich. Da bin ich nämlich sehr eigen. Soll mal Danke sagen. Dagobert Außenrutsch. Nee, nee. So, die Aufgabe haben wir erledigt. Da vorne ist auch noch eine. Hier nämlich. Wächter Kember. Und wir brauchen ja noch einen Fäustling. Irgendwo ist einer. Vielleicht hier bei den Schneemännern. Da. Das könnt ihr nicht benutzen. Finde ich aber schade. Gut, dann gehen wir mal hier zu dem Wächter Kemba, ob der irgendwas für uns hat. Bringt Schneekreaturen ein wenig besonderen Julfestjubel. Mhm. Den Kreaturen zeigen, wie fröhlich das Julfest uns macht. Okay. Sind das die Kreaturen hier vorne? Diese hier? Und dann soll ich Jubel eingeben. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Dann schaue ich mal lieber auf die Karte. Die abscheulichen. Ah ja, alles klar. Da müssen wir dann da hinten hin. Die Karte ist aber eine gute Idee gewesen. Weil dann können wir nämlich schauen, wo uns die aktuelle Aufgabe noch hinführt. Wir brauchen ja noch einen Fäustling, beziehungsweise zwei Fäustlinge. So ein Schneemann ist ja kein Einhänder. Das soll hier vorne sein. So. Fäustling. Da liegt einer. Beziehungsweise zwei. Schön. Haben wir erledigt und können dann damit auch zurückgehen. Und dann brauchen wir noch den Ofen. Um das Brot zu backen, den habe ich aber noch nicht gefunden. Den Ofen. Das ist der Bedienstetenofen. Wir brauchen aber einen anderen. So, Entschuldigung. Ich musste gerade mal niesen. Merkwürdig. Nun gut, das erschließt sich mir bestimmt auch irgendwann demnächst. Hier sehe ich auch keinen Ofen. Dann gucken wir mal auf die Karte. Volle Leute, vollkommen und so weiter. Dann ist das hier drüben. Sekunde mal. Da ist doch der Ofen der Bediensteten. Und jetzt bin ich die ganze Zeit durch Winterheim geritten. Das wollte ich doch gar nicht. Sag das bloß nicht weiter. Ich habe mich hier ganz ordentlich benommen. So, jetzt kann ich den Ofen auch anklicken, was ich eben nicht konnte. Und dann hier das Brot backen. So, und wenn ich richtig gezählt habe, sind wir aktuell bei 12 oder 16 Münzen. Ich glaube 16. Mal eben meinen Charakter auf und gehe da mal auf den Geldbeutel, weil da sind die Münzen ja dann letzten Endes zu finden.
Ah, drei Brote schon fertig. Lasst mich eben gucken. Festmünzen 16. Sehr schön. Und Aufgaben. Die Aufgaben haben wir noch gar nicht alle abgegeben. Also sieht mir so aus, das könnten wir hier locker auf, na, 30 Münzen kommen. Wenn wir alles machen. 30 Münzen pro Tag, das ist schon ordentlich. Erinnere mich da an ein anderes Spiel, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, wo das ganz anders aussieht mit den Belohnungen. Da muss man also wirklich viel Zeit investieren, um das zu bekommen, was man haben möchte. Was ich wirklich sehr schade finde. Bella Midford. Genau, das war die Aufgabe mit den Broten. Die haben wir ja fertig. Und was wir fertig haben, können wir auch direkt abgeben. Nicht, dass die Leute hier noch verhungern. Das wollen wir ja nicht. Das wollen ja alle glücklich sein. Bella Midford. Bitte schön. So, diese Aufgabe hier. Das ist innen. Das ist das Theater. Das muss ich mir in Ruhe mal anschauen, wie das genau funktioniert. Wir gehen jetzt mal noch den Schneemann bauen. Dann haben wir die Aufgaben hier zum größten Teil ja erledigt. Schneeberschlag gibt es dann noch. So, Schneehaufen. Schneehaufen ist gut. Schneehaufen bedeutet, dass ich den benutzen kann, um einen Schneemann zu bauen, was ich jetzt gerade getan habe. Und das gehen wir dann auch gleich ab. Hallo. 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 Schön. Und dann soll ich hier noch die Schneekreaturen bejubeln. Das ist irgendwo da hinten gewesen. Hier rechts. In der Zeit mache ich mal noch meine Taten auf. Da gibt es wohl auch eine ganze Menge Belohnungen. Aufgaben in Winterheim. Goldene Festtagsmünze. Ja, schön, schön. Da wird man mit Belohnungen wieder zugeschmissen. Freut mich. So, dann gucken wir mal, ob wir hier jubeln können. Aha! Und ob das was bringt. Festjubel. Hm, hm, hm. Schneekreaturenjubel bringen. Nö. Vielleicht muss ich dafür absteigen. Hm, hm, hm. Aber richtig sind wir doch. Nö, natürlich nicht. Das ist mal wieder klassisch. Ich mache alles richtig, bin aber an der falschen Stelle. Das ist nämlich hier oben. Da so, hier so. Und da sind nämlich auch die traurigen Schneekreaturen, beziehungsweise die abscheulichen. Na, jetzt habe ich aber gejubelt. Er mag nicht. Hört mir gar nicht zu. Sowas. Hallo. Ich möchte ein bisschen Spaß und Freude verbreiten. Ups. Was war das? Ich hab den eingeschläfert. Oh, was für ein böses Wort für so eine tolle Sache. Ich juble und der schläft. Alles klar. Aber ich denke, wir können auf dem Pferd sitzen bleiben. Na? Ja. Dann haben wir nämlich hier noch... Nee. Noch gar nicht. Ich habe eben gejubelt. Oh, das hat ihn gar nicht interessiert. Er ist zwar umgefallen, aber es wird für mich nicht gewertet. Jetzt aber. Jetzt muss ich ihn anklicken vielleicht. Bringt das was? Nein, bringt nichts. Dann eventuell nochmal Aufgabe lesen. Aha. Jetzt hat's gezählt. Also zweimal. Erwacht und sucht nach einem neuen Schlafplatz. Hm. Okay, also die laufen erst hier rum. Jetzt liegt der da rum. Wenn ich ihn jetzt aufwecke... Dann ist er glücklich und sucht sich einen neuen Schlafplatz. Verstehe. Okay. Das heißt, ich habe eben die falschen angeklickt. Muss also warten, bis die hier liegen. Und sie dann
mit Jubel erfreuen und dann suchen sich einen neuen Platz zum Schlafen und damit ist dann die Aufgabe auch erledigt. Die bringe ich eben noch zurück und dann sind wir mit dem Julfest schon durch, bis auf das Theater. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich das letzte Mal auch nicht wirklich verstanden, um was es geht. Das ist, glaube ich, arg peinlich, wenn wir da reingehen. Gefehlt habe ich, glaube ich, genug. Lasst mich überlegen, ob ich mir das antun möchte. Wie viele Festtagsmünzen haben wir denn? Das ist unser Geldbeutel. Da ist unser Geldbeutel. 24, also auf 30 kommen wir nicht ganz. Es sei denn, diese Aufgabe mit dem Kollegen ganz hinten ist eine Aufgabe, wo man noch mehr Münzen verdienen kann, als man dort ausgibt. Die werde ich mir aber auch mal in Ruhe zu Gemüte führen. Okay. So, wo müssen wir denn hier mit dem Jubel hin, mit der Jubelaufgabe? Wachmann Kemba, das war ganz am Anfang. War ich wieder in Gedanken. Sehr schön. Da ist er. Das ist völlig inakzeptabel. Da kommen wir ja doch auf 30 Münzen. Lustig. Mal gucken gerade. Geldbeutel. 28. Sogar über 30. Ja, ist schon fair. Also wenn jetzt reingucken, nehmen wir mal, was hier so passiert. Eine Rückerstattung des Kartenpreises. Mhm. Und wann ist denn die Aufführung hier? Hallo, junger Mann. Wann geht's denn hier los? Hallo? Ach, der möchte nicht mit mir reden, dieser arroganten Hobbitzimmer. Fürchterbar ist das. Na, dann vielleicht ein andermal. Laden durchstöbern. Wie ist das Wertebefinden? Oh. Titel? Na, das gefällt mir. Da gibt es eine Theaterbühne für mein Haus. Das ist ja toll. Aha. Super. Nächste Aufführung beginnt in einer Minute. Ja, das werden wir doch uns nicht entgehen lassen. In der Zeit gucke ich mal in mein Inventar. Da habe ich nämlich eine Tasche bekommen. Diese jene hier. Da sind auch nochmal zwei Festtagsmünzen drin. Dann komme ich rein rechnerisch auf 34. Mal abgesehen von der Aufgabe, die wir außen vorgelassen haben mit dem jungen Mann. Geradeaus. Was haben wir denn da für einen Buff bekommen? Eure Festverbrauchsgüter wurden in diesem Gebiet deaktiviert. Ja, es tut mir nicht weiter weh. Ist denn da noch ein Platz für mich auf den Bänken? Mal gerade ich mich da hinsetzen kann. Ja, das sieht ja super aus. Jetzt sehe ich aus wie so ein richtiger Theatergast, wo mein Umhang offensichtlich zu lange in der Kälte war. Der ist jetzt hier leicht steif geworden. Ich bin geportet worden. Warum bin ich geportet worden? Was mache ich hier? Hallo? Was bin ich? Wer bin ich? Und warum bin ich derjenige? Ich muss lachen. Die müssen hier offensichtlich weinen und der hier, keine Ahnung, was der muss. Schauen wir mal, was das bedeutet. Eine Erklärung für mich. Wie kann ich schauspielern? Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Sobald ihr auf der Bühne seid, dreht ihr euch zum Publikum und wartet, bis ihr in der Reihe seid. Wenn eure Zeit gekommen ist, vollführt ihr ein von HDR unterstütztes Emote. Benutzerdefinierte Emotes werden von diesem Ereignis nicht unterstützt. Na gut. Welche Emotes kann ich verwenden? Aha, das Vorbild. Ist eine Tür, da geht's wahrscheinlich raus. Wo geht's denn auf die Bühne? Noch eine Minute, bis das Stück beginnt. Ist denn die Bühne? Die kann ja dann nur da sein, wo die Tür ist. Da
Dann sprechen wir gerade einmal mit ihr. Welche Rolle spiele ich? Ihr spielt die Rolle des Hauptdarstellers. Wenn ihr ein paar Ratschläge dazu braucht, sprecht einfach mit den anderen Darstellern im Umkleideraum. Wann sollte ich loslegen? Wenn ihr eine Anzeige seht, die euch darüber informiert, dass ihr dran seid zu spielen, worauf ihr 10 Sekunden habt, um ein Emote zu wählen. Oh je. Und dann auch noch auf Zeit. Emotes, die zur Geschichte passen. Da ist eine andere Hauptdarstellerin. Habt ihr einen Ratschlag für mich? Ihr seid derjenige, den sie gewählt haben, um mich zu ersetzen. Ich schäme mich ja jetzt schon für das, was Willi da anrichtet. Man muss wirklich jemand Besonderes sein, um die Hauptrolle zu spielen. Merkt euch den gesamten Dialog, selbst die langen Stücke. Zappelt nicht zu sehr herum und niest und hustet nicht. Passt auf, dass ihr euch immer heldenhaft gebt. Das Publikum will, dass ihr inner als Gewinner hervorgeht. Viel Glück, ihr werdet es brauchen, wenn ihr in meine Fußstapfen treten wollt. Ja. Ich soll irgendwas Lustiges machen, glaube ich. Lachen ist wohl eine gute Sache. Schauen wir mal, welche Emotes uns hier zur Verfügung stehen, die dem entsprechen. Oh, das war doof. Jetzt müssen wir auf die Bühne. Ich bin ganz aufgeregt und habe schon Lampenfieber. Bisschen. Lass mich mal meine Emotes rausholen. Knuffen, Pfeifen. Och, hört die Liste denn gar nicht auf? Folgt mir. Was haben wir denn? Lachen, lachen, lachen. Ja, LOL haben wir. Lachen, küssen, lechzen. Befand sich der ehrwürdige Herr Bilbo Beutel mitten in der Vorbereitung seiner Geburtstagsfeier. Ich freue mich so auf die Feier von Herrn Bilbo. Ich habe gehört, dass er keine Kosten scheuen wird. Jeder Gast soll einen Beutel voll goldenen Juwelen aus seinem versteckten Schatz erhalten. Der Postbote hat gerade eure Einladung gebracht. Na? Jetzt bin ich ja gespannt. Da steht doch gar nicht, ihr seid manchmal wirklich albern. Bewirft Bunga mit verfaulten... Na, ich kann hier nichts werfen. Ich bin ja der Schauspieler. Muha Gandalf, unsere Pläne haben begonnen. Der Tag der Feier von verrückten Beutlin ist schon fast gekommen. Böser Zwerg. Muhaha, bewerft Äffel mit Frostfels Blütenblättern. Okay, das soll das Publikum machen. Ich mach gar nichts. Irgendwann muss ich doch als Hauptdarsteller auch mal hier was zu tun haben. Oh, Frodo. Tatsächlich. Wählt das Publikum aus und vollführt ein Emote. Na. Na, das war doof. Jetzt haben wir wieder gesehen, wie man fehlen kann. Und jetzt kriege ich auch die ganze... Stimmung des Publikums hier ab. Aber Publikum wählen war jetzt hier gar nicht so einfach. Beziehungsweise auf die schnelle Publikum wählen und noch ein Emote eingeben. Aber was soll's. Dafür haben wir jetzt ein bisschen Gemüse gesammelt. Und das Theaterstück geht weiter. Heute noch. Im Moment ist es komplett unspannend. Bewerft Bunga mit verfaulten Frostfelsfrüchten. So nahm die Feier ihren Lauf. Langeweile macht sich breit im aktuellen Theaterstück. Ich denke, ich werde mich einfach mal auf die Bühne setzen, damit ich was gemacht habe. Vielleicht kommt das ja beim Publikum gut an.
Ich mache hier sozusagen, ich sitze die Sache dann sozusagen aus. Jetzt habe ich das auch verstanden. Der Kollege hier links, der auch mitspielt, der wird permanent mit Früchten beworfen, weil er irgendwie nichts richtig macht. Dieses Schicksal droht mir wohl auch. Als nächstes werde ich dann wohl wieder dran sein. Steh lieber mal auf, nicht dass es hier noch zu einer Verzögerung kommt. Gemüse habe ich genug gefressen. Ihr seid an der Reihe. Ja. Um was zu tun? Man sollte besser aufpassen, um was es geht. Ich darf nochmal nachlesen, was er hier von mir wollte. Frodo Beutlin. Also ich behaupte jetzt schon, das ist etwas, das man wirklich mehrfach machen muss. Verkünden. Verkünden, sagt er. Unbekannter Befehl. Das ist natürlich arg blöd. Bühne nach rechts verlassen. Da ist gesperrt, aber das ist rechts. Noch nicht mal von der Bühne komme ich runter. Super. Nein. Naja, ich hatte ja von Anfang an angekündigt, dass ich hier wahrscheinlich komplett fehlen werde. Was ich jetzt hier auch großspurig tue. Aber wenn ich dann meine Aufgabe wenigstens gelöst habe gegen Ende, dann ist mir das relativ egal. Abgeschlossen. Das ist gut. Oder? Oh, zum Glück. Der Vorhang fällt. Das Stück ist zu Ende. Und wir sind kein berühmter Schauspieler, sondern irgend so eine Nummer, die alles falsch gemacht hat. So, ich habe meine Aufführung besucht. Damit bin ich prädestiniert dafür, diese Aufgabe hier abzugeben, was ich jetzt tue. Ein wundervoller Tag. Sehr schön, habe meine Münzen bekommen. Und kann hier direkt nochmal reingehen. Bin ich das richtig? Ja. Sehr gut. Warum auch immer, kann ich das hier wohl regelmäßig machen. Kann aber auch ein Fehler sein. Ja, für den Moment war es das. Ich habe euch das Julfest ein bisschen gezeigt. Was man so für Aufgaben machen kann. Ob die sich täglich ändern, weiß ich nicht. Ich fand es ganz lustig. Finde es auch zukünftig lustig. Bestimmt, denn ich will ja mein Julfest-Pferd haben und lass mich da jetzt auch nicht beirren. Vielleicht werde ich ja auch noch ein guter Schauspieler, das werden wir dann sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall in meinem aktuellen Let's Play. Ich wünsche euch viel Spaß bis dahin. Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut!